Yo Bros, Ghetto Faust. Und damit herzlich willkommen zu der lange geplanten Motorradschutzbekleidungsserie. Die habe ich ja mittlerweile seit, ich weiß es nicht, glaube seit ein paar Jahren irgendwie schon angekündigt, aber leider nie die Zeit gefunden, das zu machen. Und ihr habt ja auch schon relativ häufig angefragt, ob ich nicht mal sowas in der Richtung machen könnte. Und jetzt ist die Zeit dafür und deswegen wünsche ich euch viel Spaß dabei und möchte erstmal diese kleine Einleitung mit euch machen, weil ich noch ein paar grundsätzliche Sachen loswerden möchte. Und zwar als allererstes möchte ich sagen, diese Serie ist wirklich nur was für Einsteiger. Ich denke mal, die Leute, die schon Schutzkleidung haben und die schon seit Jahren Motorrad fahren, die werden jetzt hier nicht wirklich viel Neues erfahren. Von daher könnt ihr gleich abschalten. Und ja, ich möchte auch keine Diskussion darüber lostreten, ob Schutzkleidung wirklich benötigt wird oder nicht. Das muss immer noch jeder für sich selber entscheiden. Und dabei möchte ich es auch belassen. Also wie gesagt, ich möchte keine Diskussionen haben, irgendwie von wegen, ja, man muss das anziehen. Das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Jeder ist alt genug und kann selber entscheiden, ob er irgendwo verunglückt und dann keine Haut mehr auf dem Knochen hat oder so. Also ich empfehle euch, grundsätzlich tragt immer die Schutzkleidung so weit wie möglich, aber im Endeffekt muss es jeder für sich selber entscheiden. Ja, und dann fangen wir auch gleich mal an mit den grundsätzlichen Sachen. Preislich gesehen könnt ihr rechnen von 800 bis 1000 Euro, da habt ihr relativ vernünftige Schutzkleidung. Auch teilweise Markenhersteller, die doch schon einige Jahre länger halten als die ganzen Eigenmarkenfirmen von Lewis zum Beispiel. Habe ich selber auch ein paar Sachen, muss ich gestehen. Nicht alles ist schlecht, was man so hört und liest, aber man macht seine eigenen Erfahrungen über die Jahre hinweg und ja, die werde ich in meinen Videos auch mal präsentieren. Wenn ihr arme Studenten seid oder arme Schüler seid, sind zum Beispiel die Eigenmarken schon eine Option. Da seid ihr meistens so bei, ich denke mal, so eine komplette Ausrüstung gibt es heute schon teilweise für 200-300 Euro oder so. Die wird aber, wie gesagt, nicht wirklich lange halten, weil hier ist der Spruch, wer billig kauft, der kauft zweimal, auch angebracht. Also das merkt man teilweise schon ganz extrem. Und ja, damit wären wir eigentlich schon am Ende angekommen der Einleitung. Nee, gar nicht wahr. Ich wollte noch darüber sprechen, dass ihr euch vorher im Klaren darüber sein solltet, was ihr mal später für eine Maschine fahren möchtet. Das ist noch ganz wichtig. Also bevor ihr euch Kleidung kauft, überlegt euch erstmal, was ihr später für eine Kiste fahren möchtet, weil ein Sumo-Fahrer oder ein Enduro-Fahrer, der trägt komplett andere Schutzkleidung als ein Supersportler. Als ein Supersportler-Fahrer, der irgendwo auf einem Ring rumheizt, der mit Sicherheit einen Einteiler trägt, einen guten. Und zum Beispiel auch bei Kombis ist der Preis nicht ganz ohne, also da guckt ihr euch dann später um, aber dazu später mehr. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Serie und ja, man sieht sich. Das Video hat Ihnen gefallen, dann drücken Sie auf Daumen hoch. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, drücken Sie auf Abonnieren. Besuchen Sie auf die Facebook-Seite. Ende der Kommunikation.